Seit ungefähr 2 Jahren bauen wir in so eine Failpipe. Das ist eine super Sache. Und hat sich richtig gut bewährt. Jede Pipe wird individuell angepasst für den Korpus. Und das passt, wie wir gern mal sagen, Arsch auf Eimer. So, tierisch gut. Besonders bei Lightweight-Instrumenten. Wir fräsen ungefähr 1/3 weniger Holz aus der Passung raus, was diesen gesamten Bereich unglaublich stabil macht. The Failpipe. Yeah.